Ja, liebe Schüler, wir sind hier am Bodensee in einem Pfahlbaudorf aus der Bronzezeit bzw. aus der Jungsteinzeit. Und der Bodensee, ich erzähle euch gleich noch was zu diesem Pfahlbaudorf weiter, am Bodensee, daher kommt auch der Zeppelin. Hier oben fliegt gerade ein Zeppelin über uns. Ihr kennt diese Zeppeline, ihr wisst, früher Wasserstoff gefüllt, zu gefährlich sind sie verbrannt, heute mit Helium gefüllt. Und dieser Zeppelin, der fliegt hier gerade über uns, weil der Zeppelin kommt aus, dieser Graf Zeppelin, der die entwickelt hat, der kommt aus Friedrichshafen. Das ist hier eine Stadt am Bodensee. Ja, hier ist das Pfahlbaudorf in Unterulldingen. Hier, es gibt viele Pfahlbaudörfer in den Alpen. An vielen Seen in den Alpen und um die Alpen herum findet man diese Pfahlbauten. Die sind in der Jungsteinzeit entstanden. Das heißt etwa 3000 bis 4000 Jahre vor Christi Geburt, vor unserer Zeitrechnung. Dann kam die Bronzezeit ab etwa 1000 Jahren vor Christus, also 3000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. So, und dann sind hier diese Häuser nachgebaut. Die Frage natürlich immer wieder, warum haben die Leute damals auf so Pfählen hier im Wasser gewohnt? Irgendwie die Ufer waren schlammig, haben die uns erzählt. Hier bei einer Führung wurde uns das hier erzählt. Die Ufer waren schlammig. Da war ein Urwald da. Es war früher wärmer zu der Zeit. Und dann haben die eben auf diesen Pfählen gesiedelt. Wir sehen hier ein Haus, wo die Leute, die da früher gewohnt haben, so ein bisschen nachgestellt werden. Das ist dieses Haus hier. Hier seht ihr zum Beispiel einen Mann, der hat offensichtlich Bronzekleidung an. Irgendwie so behelmt ist er mit einem bronzenen Helm und mit so einer mit so einem Schutzpanzer. Und da hat er auch ein Schild aus Bronze. Ansonsten sind das hier Stein und Tongeräte. Hier schleift einer gerade ein bronzenes Schwert. Hier sehen wir einen Bauern, vielleicht mit einem Wagen für die Ernte. Was macht der hier? Kann ich gar nicht erkennen. Aber diese kann man hier erkennen. Was machen die hier? Die handeln wahrscheinlich gerade. Tauschhandel war wahrscheinlich zu der Zeit. Der will da gerade etwas tauschen in seinem Säcklein. Weiß ich, was die Währung damals war oder in diesem Beutel. Vielleicht irgendwelche Glasperlen oder Bronzegegenstände. Hier so ein Bett. Das war nicht viel anders als heute. So ein Doppelstockbett. Hier sehen wir Töpferwaren. Irgendwie gab es früher auch schon, guck mal hier, das kommt euch bekannt vor, die Leute haben sich auch sicher schon geprügelt, der kriegt ja gerade eine Tracht Prügel von seiner Mutter oder weiß ich nicht, vielleicht auch, weil er in der Schule Blödsinn gemacht hat. So, so sah das hier aus in den Häusern. Und nochmal zur Bronze, weil es geht ja ein bisschen auch um Chemie, habe ich auch gerade gelernt, Bronze, wisst ihr, das haben wir früher schon natürlich im Unterricht auch behandelt, Bronze, eine Legierung, eine Mischung aus Kupfer und Zinn. Jetzt habe ich das gerade ein bisschen genauer hier erklärt bekommen von einer Frau. Kupfer schmilzt erst über etwa 1000 Grad, das 1100 Grad, das war schwierig damals zum Schmelzen zu kriegen, mit Blasebalg und so weiter, konnte man das wohl hinkriegen. Und Zinn schmilzt bei 200 Grad, aber es darf auch nicht zu heiß werden, also wie kann man diese beiden Metalle jetzt zu einer Mischung kriegen? Es wurde erst das Kupfer auf über 1000 Grad erhitzt und dann ließ man es abkühlen und in das abkühlende Kupfer wurde dann
diese Bronze dazu gemischt. So, hier seht ihr diese Pfahlbauten. Man kann hier so ein bisschen rumgehen. Wo ist der Zeppelin inzwischen? Der ist schon weitergefahren. Da drüben am anderen Ende von dem See, da liegt die Stadt Konstanz. Und noch ein Stück weiter dahinter, die Berge, die gehören dann schon zur Schweiz, weil das südliche Ende vom Bodensee, das ist ja die Schweiz. So, das war ein kleiner Bericht hier vom Pfahlbautendorf in Unterulding.